Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der WorldQuest 16-fach. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir eine neue Produktion in Gang geworfen, nämlich die Tierzubehörfabrik. Und... ach, das wollte ich noch mit dem... ach ja. Na gut. Und jetzt bringen wir hier erstmal die Baumwolle. Hallo. Was ist hier los? Bin ich irgendwie noch im Flugmodus? Ich habe gerade den... ja, ich habe gerade den Screenshot gemacht für die letzte Folge. Ja, wir sind noch im April, aber nicht mehr lange. Beziehungsweise... nicht mehr lange stimmt nicht. Ein bisschen dauert es noch, aber für euch wahrscheinlich nicht, weil... wir müssen das Gras noch abernten. Und wenn wir das Gras abgeerntet haben, gehen wir in den Mai. Ich weiß gar nicht, was im Mai dann so zu tun wäre. Gar nichts. Den können wir also dann sehr schnell überspringen. Maximal ein paar lange Bretter ins Haustier-Zubehör-Fabrik-Gebäude bringen. Zwei nochmal. Aha, es ist nicht genug Platz, um alle Objekte zu platzieren. Ah, die sind wirklich groß. Noch ein Grund, warum ich eigentlich ganz gerne den anderen Baumwoll-Automaten hätte. Der macht nämlich die 10.000er rund. Sind etwas kleiner. Arbeit beendet. Einmal bitte zurück. Ja, der April, der neigt sich. Wir gucken mal. Hier sind wir bei 98%. Cranberries sind fertig. Wie läuft's denn hier mit dem Big X? Ah, immer wenn er fährt, bin ich froh. Weil in der letzten Folge ist er tatsächlich mal stehen geblieben. Anderthalb Stunden gibt er noch an. Das geht ja. Lohnt es sich schon, den Fermenter anzuwerfen? Auch klar, warum nicht? Wir könnten auch nochmal Siliermittel kaufen. Wenn wir dann hier demnächst mal ein bisschen Butter reingeschafft haben, dann können wir auch mal Kuchen anstellen. 5 Kuchen. Hier ist eigentlich auch alles im Grünen. Ja, das wird wahrscheinlich morgen nicht ganz optimal bringen. 7, 6, das läuft auch. Geerntet wird demnächst auch, aber da, wir brauchen auch super viel Getreide, weil wir brauchen das Getreide auch noch für die Saatgutherstellung. Dann brauchen wir das auch nicht mehr kaufen. Milch, Zucker, Zuckerrüben, Schnitzel. Ja. Zuckerrüben-Schnitzelanlage. Ich will es auch nicht übertreiben mit unseren ganzen Produktionen. Aber die war nicht so teuer, oder? War doch hier hinten irgendwo. Die war auch klein. Tankungsanlage. Sah so ähnlich aus. Kalksteinbrecher. Rüben-Schnitzelanlage. Naja, 125. Das ist nicht wenig. Das müsste irgendwo hier dann gegenüber. Ich würde sagen, wir machen es nochmal einen Moment von Hand. Aber auch das können wir ja versuchen zu automatisieren. Wo ist der Fendt? Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Ich weiß auch schon wie, glaube ich. Hier steht auch noch ein Anhänger rum. Die neuen Anhänger kaufen wir uns dann. Die beiden Anhängergespanne. Und wahrscheinlich dann sogar noch einen Trecker. Ich hätte nämlich gern zwei Arions als Abfahrer. Und wir haben zwar zwei, aber einer davon gehört ja zum Sägewerk. Da brauchen wir noch einen. Moin.
ein bisschen gerade stellen. Vorsicht! Er hat ihn hier auch hingestellt, das ist unglaublich. So, dann gehen wir einmal hier drunter. Ah, naja. Gucken wir mal, ob das so passt. Den Arion hätte ich gern. Ich lasse den Anhänger hier stehen und nehme den anderen Anhänger. Dann habe ich gleich ein bisschen aufgeräumt. Man lobe mich bitte. Silofermenter Silage noch 2 Stunden, ist echt gar nichts. Silofermenter Silage Booster Stroh auch nur noch einen Tag und. Okay, das mit dem Stroh kriegen wir aber in den Griff. Weil ohne Stroh machen wir das auf keinen Fall. Das sind 50% Boost. Die können wir auf keinen Fall liegen lassen. Sollten wir auf jeden Fall nicht liegen lassen. Dann gucken wir doch mal. Also, ich würde es gut finden, wenn du zu Hofsilo Output gehst, wenn du von dort an zu Zuckerfabrik Input fährst und Zuckerrübenschnitzel dabei hast. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Er wird jetzt fahren bis hier drunter und wird dann feststellen, du, pass auf, die gibt's hier nicht. Dann springen wir in den Fendt. Der nimmt Zuckerrüben auf. Das sieht nur so komisch aus. Und häckselt die hier rein. Problem ist nur, ich muss das jetzt abstellen, sonst kippt er uns das hier alles vor den Boden. So, fährt der los? Fahr los. Ah ja, okay. Der hat darauf gewartet, dass das aufhört. Machen wir die hier nochmal voll. Gut, hier kommt Gras rein, hier wird Gras geerntet, hier wird gedüngt, überall läuft es tipptopp, das können wir wieder wegfahren. Schickidi schick, schick, schick. Ja, Mai überspringen wir dann, Juni auch. Ich gucke noch einmal in den Schnäppchenmarkt, da ist immer noch der... Ja, hier wären Tausender, ne? Was ist ein Tausender Fendt? Mit Breitreifen und Radgewichten. In Fendt Night Blue. Nee. Muss schon so aussehen. 213.000, der kostet glaube ich sonst 500.000. Nee, 400.000 wird der kosten. 400 und ein paar. In der Konfiguration 517 PS, fährt 60, ist aber streng genommen eigentlich kein Schlepper, den wir im Moment brauchen, weil eigentlich auch kein wirklicher Transportschlepper, wenn doch, dann aber für sehr, sehr große Anhänger. Ja, müssen wir mal gucken, müssen wir mal überlegen. Ah, ich mag die. Den könnte ich mir jetzt kaufen und oben ans Haus stellen, so als Bonusbelohnung. Aber macht auch nicht so viel Sinn, ne? Und wieder zurück zum Sägewerk. Tja, wir gucken mal, ob das hier funktioniert. Wenn das funktioniert, kann man das erstmal so machen. Wenn das gar nicht funktioniert, dann... dann kaufen wir die Zuckerrüben-Schnitzelanlage. Hätten wir mal keine Kartoffeln angepflanzt, sondern Baumwolle. Ich hätte das einfach nur nicht auf Level 2 upgraden brauchen. Dann wäre nichts passiert. Aber früher oder später hätten wir es eh gemusst. Hol ich jetzt den letzten... Gefühlt lese ich nur noch Witze. Speichere ich jetzt hier alle 5 Minuten oder was ist da los? Eine Krankenschwester in der Psychiatrie. Herr Doktor, was machen wir mit dem Neuzugang auf Zimmer 9? Er hält sich für einen Wolf. Der Doktor, auf keinen Fall darf ihn seine Großmutter besuchen. Zwischendurch war einer mal, da habe ich drüber gelacht. Was wollte ich machen? Das vergesse ich dann immer. Das ist so ärgerlich. Wie viel passt hier noch rein? Das war die Frage. Genau, Baumwolle passt noch rein. Dann kannst du den letzten noch holen. Dann ist das auch erledigt. Guti. So,
ist denn der Arion, der gerade zu grünem Schnitzel fährt? Der kommt hier gerade an. Ich meine, ich hatte gerade gesagt, wir wollen das nur machen, wenn es da oben steht. Aber ich habe ja jetzt die Zeit, also wenn mir was auffällt, muss ich es ja nicht ignorieren. Ich hole mir mal eben schnell die letzten Zuckerpaletten noch. Hinterachslenkung, ich sag's euch. Das ist die Sache. Das ist der Hammer. Der piept aber wirklich schön laut. Was ist hier los? Mal gerade schieben hier. Ich hatte die ein bisschen gekippt, das ist richtig. Das hat er auch gleich gemerkt. Funktioniert schon okay mit den Paletten. Die sind ja in echt auch ein bisschen zickig. Und im LS19 war es eine Qual. Da habe ich das so ungern gemacht. Hier macht mir das eigentlich Spaß. Sieht das auch halbwegs, was da passiert. Den Zucker hier noch eingelagert. Ich weiß gar nicht, warum wir den verkaufen müssen. Keine Ahnung. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Was ist hier los? Ein bisschen zu weit gefahren. Aber da können wir sowieso überlegen, ob wir die überhaupt noch brauchen. Oder ob wir die dann irgendwann mal verkaufen zugunsten des Platzes. Weil Saatgut werden wir dann ab diesem Jahr auch selber herstellen. Dünger stellen wir schon selber her. Und dann brauchen wir nur noch Kalk. Da hatte ich ja die Frage gestellt, ob ich diese Universalfabrik umbauen soll in eine Steinproduktionsfabrik. Und dann können wir den Stein kaputt machen zu Kalk und würden unseren eigenen Kalk herstellen. Könnte man drüber nachdenken. Okay, fertig. Ja, 100% gedüngt, 98% Ertragsbonus, das kommt nur durchs Mulchen, aber... Ja. Ich wollte gerade was sagen und da ist mir wieder eingefallen, dass mir am Donnerstag letzte Woche einige erzählt haben, dass sie zum Teil das mit ihren Kindern gucken, also achte ich jetzt auf meine Wortwahl. Es sei denn, es passiert mir mal aus Versehen. Das kann natürlich immer mal passieren. Schauen wir mal. Gut, überlegen wir kurz. Was ist noch zu tun? Tiere? Oh, ich könnte den... Wo ist denn der? Hier. Du könntest ein bisschen Wasser fahren. Wenn wir jetzt eh warten müssen, bis wir das Gras abgeerntet haben, kannst du auch noch ein bisschen Wasser fahren. Der steht da jetzt komisch, da gucken wir gleich. Grüße. Wo haben wir denn hingestellt? Den... Ich glaube hier zur Milch, oder? Ja. Nee, das ist der Gülle. Da. Steckt. Mal bitte Wasser fassen und das bringst du zu Kuh Wasser und das wäre ganz gut, wenn es Wasser wäre. Oder anstatt voll in den Kuhstall zu fahren, fährst du einfach außen rum. Mein Nur so eine Idee. Okay, der ist auch wieder da.
hier ist dann unser... Jetzt wollte ich mal schauen. Lange Bretter, lange Bretter. Also der braucht komplett nur lange Bretter. Das ist ja erstmal und Wolle nachher, aber da haben wir gerade noch nicht. Ist nicht so schlimm. Jetzt können wir wieder wegparken. Einen Arion werden wir uns dann noch kaufen. Und die neuen Anhänger. Die alten behalte ich erstmal und die verkaufen wir dann, wenn das mit den neuen funktioniert. Insbesondere bin ich gespannt auf die, auf das Abfahren mit zwei Anhängern. Das finde ich ja vom Style-Faktor her sehr, sehr, sehr cool. Das würde ich sehr, sehr begrüßen. Sehr, sehr, sehr oft, sehr, sehr, sehr oft gesagt. So, hier ist der Zucker, der Stoff. Zucker und Stoff. Mir fällt jetzt noch ein bisschen Wasser. Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich mich von euch verabschiede. Ich werde das jetzt weiterlaufen lassen, sodass wir in der nächsten Folge dann in den Mai springen können. Und dann sind wir schon fast wieder in einem Giganto-Erntemonat. Das wird so cool. Wir werden unglaublich viel Getreide machen, unsere eigenen Produktionen versorgen. Wir werden Stroh aufsammeln. Wir werden vielleicht auch Stroh pressen. Wir werden Heu machen. Also, ich freue mich total drauf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.